Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Da wir öfters Anfragen bekommen, wie man andere Kameras in die App InstaVision einbindet, also quasi Fremdkameras, möchte ich einfach hier mit diesem Video einmal darauf eingehen. Wir machen das anhand eines Beispiels einer Reolink-Kamera. Wenn Sie aber eine Kamera eines anderen Herstellers haben, dann können Sie natürlich auch diese einbinden. Wichtig ist zu wissen, was die Pfade sind, um quasi das Bild abzugreifen bei der Kamera, als auch das Video. Und hier dann auch schon der Hinweis, es gibt einige Kameras, wo es diese Pfade quasi nicht gibt. Also von den Herstellern, diese nicht bereitgestellt werden oder es quasi nicht möglich ist, das abzugreifen. Vor allem betrifft das Überwachungskameras mit Akkus. Da ist es einfach so, der Hersteller will natürlich nicht, dass jetzt irgendjemand anfängt, das Video oder das Bild dauerhaft abzugreifen, weil dann wäre der Akku nach wenigen Stunden wahrscheinlich leer. Und dementsprechend ist bei solchen Kameras nicht möglich, diese in Fremd- oder Drittanbieter-Software zu integrieren. Bei allen anderen Kameras, die mit Stromzufuhr arbeiten oder per PoE, sollte es aber kein Problem sein. In den meisten Fällen gibt es auch ein quasi Videopfad, also ein RTSP-Videostream oder ein JPEG-Pfad. So, anhand unseres Beispiels jetzt der Reolink-Kamera habe ich hier einfach im Webbrowser einmal die Web-Oberfläche geöffnet. Die Reolink-Kamera bietet auch eine Web-Oberfläche an. Es gibt einige Kameras, die nur noch über Apps arbeiten. Da wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob man die überhaupt integrieren kann, dadurch, dass man halt einen RTSP-Videostream braucht. Aber das müssen Sie dann entsprechend mit dem Hersteller Ihrer Kamera klären, ob es solche Pfade gibt. Wir öffnen jetzt einfach hier einmal diese Oberfläche, indem wir uns anmelden von Reolink. Da will ich Ihnen einfach nur kurz zwei, drei Sachen zeigen, die man jetzt bei einer Reolink-Kamera halt beachten muss. Und zwar, wenn wir hier oben auf Device Settings gehen, also auf dieses Einstellungssymbol, dann gehen wir hier einmal auf Network Settings, hier auf Advanced. Und wenn wir hier ein Stück runter gehen, haben wir hier die Port-Einstellungen. Wenn wir da drauf gehen, dann sehen wir jetzt hier die verschiedenen Protokolle. Also wir haben HTTP, wir haben HTTPS und hier haben wir dann weiter unten auch RTSP. Das war bei uns standardmäßig deaktiviert, deswegen habe ich das jetzt einfach in diesem Video nochmal mit aufgezeigt. Das hier müssten Sie aktivieren, das heißt, damit wir quasi den Videostream der Kamera abgreifen können. Und wenn Sie HTTP benötigen, können Sie das auch hier aktivieren oder OnFIF oder sonstiges. Und eine Kamera per OnFIF in unserer App InstaVision hinzuzufügen ist derzeit noch nicht möglich, da OnFIF dort nicht integriert ist, wird aber in Zukunft auch folgen. So, das heißt, hier aktivieren Sie RTSP und dann speichern wir das Ganze. Sie können natürlich diesen Port auch ändern. Okay, das funktioniert jetzt nicht so ganz super, aber dann öffnen wir einfach die Oberfläche nochmal und melden uns an. Wahrscheinlich lag das jetzt daran, dass wir diesen HTTP-Port auch aktiviert haben und zuvor per HTTPS zugegriffen haben. Okay, sind wir jetzt also quasi hier soweit eigentlich vorbereitet. Das heißt, wir haben RTSP aktiviert in unserer Kamera und sollten dann auch das Video abgreifen können. Ich habe jetzt hier oben einmal zwei Seiten von Reolink geöffnet. Einmal eine Seite, die beschreibt, wie man das Bild quasi abgreifen kann. Hier sind diese URLs. Ich werde die natürlich gleich in die App eintippen, beziehungsweise werde Ihnen die in dem Video oder unter dem Video dann auch nochmal für Sie verlinken. Das heißt, wenn Sie sich das YouTube-Video anschauen, finden Sie darunter dann in der Beschreibung auch die URLs, die benötigt werden, um den Snapshot, also das Bild abzugreifen, als auch das Video. Hier ist dann nochmal ein anderer Link, wo das erklärt wird, wie man das Video abgreift. Die zwei Links tue ich Ihnen dann auch entsprechend unten in die Videobeschreibung mit rein. So, wir wechseln jetzt anschließend auf das iPhone, wo wir quasi die Kamera in der App InstaVision hinzufügen möchten. Wir öffnen die App InstaVision, gehen dann hier oben rechts auf das Pluszeichen, sagen neue Kamera hinzufügen, wählen aus Kamera hinzufügen und hier müssten wir jetzt neue IP-Kamera wählen. Neue P2P-Kamera, das bezieht sich nur auf Insta-Kameras. Das heißt, sollte jetzt eine Reolink-Kamera oder irgendeine andere Kamera irgendeine P2P-Adresse haben, heißt das nicht gleich, also P2P ist nichts Standardisiertes. Das heißt, jeder Hersteller macht da so quasi sein eigenes Ding. Das heißt, nur weil eine Kamera eine
P2P, UID oder wie auch immer man es nennen mag, ID hat, kann die Art der Übertragung eine komplett andere sein, je nachdem. Das heißt, man kann jetzt nicht vom einen Hersteller das integrieren bei einem anderen. Also es sei denn, der Hersteller würde halt dieses komplette Protokoll wiederum in die App integrieren, sofern er die Dokumente und alles des Kameraherstellers dann bekommt. Also etwas komplizierter. Das heißt, das wird in der Regel nicht funktionieren. Also wählen Sie dort einfach neue IP-Kamera aus. Wir gehen dann hier, es öffnet sich dann die Kamera, um quasi bei einer Insta-Kamera den QR-Code zu scannen. Da gehen Sie unten links auf Auswählen, damit wir quasi manuell jetzt auswählen können, was für eine Kamera wir hinzufügen möchten. Und hier gibt es dann den Punkt Generic. Den wählen wir einmal aus und wählen hier aus Generic Kamera per H264, was quasi RTSP entspricht. So, dann können wir der Kamera jetzt einen Namen vergeben. Wir nennen die jetzt einfach mal Reolink. In unserem Fall haben wir das Modell 811. Muss ich jetzt selber nochmal nachschauen. RLC-811A, welche quasi auch einen Zoom hat. Aber letztendlich sollte das bei allen Reolink-Kameras relativ identisch sein. So, gehen wir auf Weiter. Jetzt müssen wir die DDNS- oder IP-Adresse eintragen. In unserem Fall, ich mache dieses Beispiel jetzt einfach anhand von einer lokalen IP-Adresse. Wenn Sie über das Internet zugreifen wollen auf Ihre Kamera, müssen Sie natürlich berücksichtigen, dass Sie eine Port-Weiterleitung machen. Die müssen Sie machen sowohl auf den HTTP- oder HTTPS-Port, je nachdem, was Sie verwenden bei der Reolink-Kamera, als auch auf den RTSP-Port, den wir vorhin gesehen hatten. Das heißt, wenn Sie mehrere Kameras haben, müssen Sie dann bei jeder Kamera diesen RTSP-Port in der Kamera schon quasi individuell einstellen. Also jede Kamera braucht einen eigenen Port. Und wichtig bei RTSP ist, dieser Port muss 1:1 weitergeleitet werden. Das heißt, der darf jetzt nicht intern 554 sein und extern dann irgendwas anderes, sondern es muss dann von extern genau der Port weitergeleitet werden, der dann auch intern bei RTSP verwendet wird. Port-Weiterleitung ist einfach nochmal ein anderes Thema, da würde ich jetzt nicht sonderlich drauf eingehen, weil da müssen Sie schauen, online gibt es sehr viele Beispiele für Port-Weiterleitung. Wir haben auch Port-Weiterleitung-Beispiele bei uns im YouTube-Kanal. Werden Sie eventuell auch fündig, gerade in Bezug auf Fritzbox gibt es da einige Videos. Und ob die Kamera jetzt eine DDNS-Adresse hat, weiß ich gar nicht, eine Reolink-Kamera. Ansonsten, wenn Sie zum Beispiel eine Fritzbox haben, gibt es diese MyFritz-Adresse. Das ist auch eine DDNS-Adresse. Die könnten Sie dann verwenden, um zuzugreifen. Das heißt, Sie würden jetzt hier anstatt der IP-Adresse die MyFritz-Adresse dann eingeben oder halt die DDNS-Adresse Ihrer Kamera. Und in unserem Fall tun wir jetzt halt das Ganze über die lokale IP-Adresse machen. Und die gebe ich jetzt hier einfach einmal ein. Dann gehen wir auf Weiter. So, jetzt haben wir den HTTP-Port. In unserem Fall war der hier 80 bei der Kamera gewesen. Sollten Sie HTTPS geht hier bei manuellen Kameras, nicht bei den Generic-Kameras. Da müssten Sie in der Tat dann einfach den HTTP-Port nehmen. So, dann haben wir den RTSP-Port. Dann haben wir 554 standardmäßig. Benutzername, haben wir Admin. Hier tragen wir unser Passwort ein. So. Jetzt haben wir den Videopfad. Da hatten wir quasi den RTSP-Pfad. Da gibt es zwei unterschiedliche, die man verwenden kann. Dann der fängt an mit Slash, dann H264. Dann kommt ein großes P für Preview. Ein Unterstrich 01. Und dann nochmal ein Unterstrich und Main für quasi Main steht für den eigentlichen Hauptvideostream. Sie können anstatt Main alternativ auch Sub eingeben. Das wäre quasi der zweite Videostream, den Reolink bereitstellt. Wir nehmen jetzt aber einfach mal den Mainstream. So, dann gehen wir auf Weiter. Und jetzt müssen wir den Snapshot-Pfad eingeben. Der ist etwas länger. Wie gesagt, ich tue den auch unter dem Video dann nochmal verlinken. Das schreiben wir jetzt hier rein. Ist CGI-BIN. Dann wieder ein Slash. Hätte man auch
kürzer machen können, aber naja, gut. Es ist, wie es ist. Dann api.cgi. Fragezeichen. Es kann sein, dass es api.cgi schon... Nee, das würde noch nicht ausreichen. Wir müssen auch den Command mitgeben. Das heißt, hier sagen wir, wir wollen einen Snap haben. Groß-Kleinschreibung ist wichtig. Achten Sie quasi darauf, dass Sie das richtig schreiben. Hier können wir jetzt sagen, Channel, welchen Videostream wir haben möchten. In dem Beispiel von Reolink ist Channel 0. Das wird wahrscheinlich der Mainstream sein. Sicherlich können wir da auch Channel gleich 1 eingeben. Dann werden Sie ein kleineres Bild wahrscheinlich zurückbekommen. So, und dann haben wir hier nochmal RS gleich. Das soll irgendeine Kombination aus Zahlen, Buchstaben sein. Ich verwende jetzt einfach das Beispiel, wie auch Reolinks bei sich auf der Website hat. Ob man die frei wählen kann, bin ich überfragt. Wüsste jetzt auch nicht unbedingt, für was das da ist. Aber wir folgen den Anweisungen von Reolink und tun das Ganze so eingeben. So, dann haben wir das eingegeben und jetzt kommt das Unzeichen, dann kommt User gleich, dann müssen wir jetzt den Benutzernamen mitgeben und jetzt nochmal das Unzeichen und dann kommt Passwort ist gleich, da haben wir in unserem Fall jetzt Insta drin. Ich empfehle, das Ganze hier oben einfach einmal zu markieren. Kopieren Sie sich das für den Fall, dass wir das nachher nochmal irgendwo eingeben müssen, weil so lange wie das ist, will man das natürlich nicht jedes Mal eingeben. Dann gehen wir auf Weiter. Wir haben jetzt hier unsere Pfade drin. Wir gehen jetzt einfach mal auf Test und sehen auch schon, okay, jetzt haben wir hier unten unser Bild. Das heißt, der Snapshot-Pfad, wir haben ihn korrekt eingegeben, das hat funktioniert. Jetzt gehen wir auf Sichern oben rechts. Und jetzt sind hier natürlich mehrere Kameras drin. Jetzt sehen wir hier unten schon, unten rechts, Reolink. Da gehen wir einfach einmal drauf. Und dann müsste sich jetzt oben das Live-Video starten. Genau. Und jetzt können wir da einen Doppelklick unten rechts drauf machen und haben jetzt hier dann unser Live-Video. Ich drehe es einfach mal gerade so rum. Und genau. Und haben jetzt quasi die Kamera hinzugefügt. Funktionen wie, wenn Sie eine drehbare Kamera haben, das ist nicht möglich in der App. Das heißt, die App ist bei Drittanbieterkameras rein darauf ausgelegt, dass man quasi das Videobild sieht und einbinden kann. Der Ton, den sollten wir auch haben bei RTSP. Das heißt, den können Sie dann aktivieren, deaktivieren. Und ansonsten sollte das Ganze jetzt funktionieren. Wenn es bei Ihnen nicht funktioniert, dann wechseln wir jetzt gerade nochmal zurück zum PC. Dann können Sie hier am PC quasi diese Einstellungen auch nochmal prüfen, um einfach sicherzugehen, dass es allgemein funktioniert. Das heißt, wir haben ja hier zum Beispiel unsere IP-Adresse von der Kamera. Und wir können jetzt einfach auf dieser Seite hier, wo wir diesen Pfad kopiert haben, wir nehmen hier dieses Beispiel, da tun wir das einfach mal kopieren bis zu diesem Slash, gehen jetzt hier oben in der Weboberfläche von Reolink nochmal hier drauf, tun das mit dem Slash hier quasi einfügen, haben jetzt das, was wir auch in der App quasi eingegeben haben, hier stehen, außer beim Passwort, da tun wir jetzt noch hier unser Passwort hinterlegen und tun jetzt einmal Enter drücken. So, und jetzt sehen wir, haben wir unser Bild hier, was wir da sehen. Wir können jetzt hier auch zum Beispiel mal das mit dem Channel testen, wo ich gesagt habe, 0 ist quasi der Hauptstream. Wenn wir das mal auf 1 stellen, okay, dann kann er da kein Bild abgreifen. Also haben wir das getestet und wissen, okay, es geht nicht. Lassen Sie es auf 0 stehen. Genau, ansonsten, also wir wissen jetzt schon mal, okay, Bild funktioniert. Das heißt, Bild können wir abgreifen, Pfad ist okay. Und wenn Sie jetzt quasi in der App nur dieses Vorschaubild sehen, aber nicht das eigentliche Video, würde das halt bedeuten, dass irgendwo beim RTSP-Pfad ein Problem ist. Und um den zu testen, können Sie zum Beispiel den VLC-Videoplayer öffnen. Ich tue mir einfach gerade erst nochmal diesen Pfad hier rauskopieren. So, das ist für das Video quasi, für RTSP. Und jetzt öffne ich
dann hier einmal den VLC Video Player. Ich habe das schon mal vorbereitet, dass wir hier im VLC Video Player quasi einen Netzwerkpfad öffnen wollen. Ansonsten, falls Sie den VLC Player das erste Mal öffnen, können Sie oben rechts oder oben, je nachdem, ob Sie Windows oder Mac haben, gibt es dort die Möglichkeit halt zu sagen, dass man einen Netzwerkpfad öffnen möchte. Da tippen wir jetzt ein rtsp://, die IP-Adresse der Kamera, in unserem Fall die 2.3.35, ein Doppelpunkt, dann den RTSP-Port, in unserem Fall war das 554, und jetzt hier noch dann diesen Pfad mit H264 Preview Main dahinter, und dann gehen wir auf Öffnen. Jetzt werden wir gefragt nach Benutzernamen, Passwort, das tragen wir dann entsprechend ein, und wenn alles funktioniert, dann haben wir jetzt quasi hier, ich mache das mal ein bisschen kleiner, dann haben wir jetzt hier unseren Videostream, der entsprechend abgegriffen wird. Das heißt, das hat alles funktioniert und dann funktioniert das. Sollte es bei Ihnen da irgendwie ein Problem geben, schauen Sie, wie gesagt, in der Weboberfläche der Kamera nochmal, ob Sie den RTSP-Port auch freigeschaltet haben bei Reolink. Und genau, sollten Sie das Ganze halt übers Internet machen, gucken Sie oder testen Sie das im VLC-Player gegebenenfalls auch mit der DNS-Adresse erstmal, dass Sie auch wirklich wissen, dass der Port freigegeben ist, dass es erreichbar ist übers Internet. Und wenn Sie sicher gehen, dass quasi beides, also alles erreichbar ist und über einen Webbrowser funktioniert, als auch im VLC-Player, dann prüfen Sie einfach nochmal die Pfade in der App, nicht, dass Sie sich irgendwo vertippt haben. Beziehungsweise, was Sie auch beachten müssen, ist, Sie sehen hier, dass hier oben in der URL das Passwort quasi direkt mitgegeben wird. Das heißt, sollten Sie ein Passwort haben mit irgendwelchen speziellen Sonderzeichen, dann müssen Sie das eventuell URL encoden. Schauen Sie einfach bei Google URL encoden. Da gibt es dann teilweise auch kleine Tools, Online-Tools, die das für Sie machen. Das heißt, da werden dann einfach die Sonderzeichen nochmal etwas anders formatiert, sodass es dann quasi halt auch entsprechend dann richtig übertragen werden kann. Sollten Sie keine Sonderzeichen haben, sollte das kein Problem darstellen. Aber wenn Sie halt Sonderzeichen haben, kann es sein, dass man die noch URL encoden muss und dann entsprechend halt anders eingibt, als wenn man jetzt direkt dann das Sonderzeichen eingibt. Ich denke, das sollte jetzt soweit alles gewesen sein. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie es gerne unter das Video in die Kommentare rein oder schicken Sie uns eine E-Mail an support@insta.com. Wir können natürlich nur eingeschränkt behilflich sein bei Drittanbietergeräten, also Drittanbieterkameras. Aber da, wo wir helfen können, helfen wir gerne. Ansonsten viel Spaß mit Ihrer Kamera und der App InstaVision.